Ja, hallo und einen wunderschönen guten Tag. Hier ist wieder Dietmar aus dem Klemmbausteinkeller. Ja, und heute soll es mal um ihn hier gehen. Ja, Post bekommen aus Polen. Ging diesmal wirklich sehr, sehr schnell. Executive Edition vom neuen Zitrönen. Ja, wir lassen uns mal überraschen, was das Paket so alles drin hat. Viel mehr nach dem Intro. Ja, und hallo nochmal. Ja, heute soll es mal um das gute Stück hier gehen. Das ein oder andere Modell kennt vielleicht der eine oder andere schon von Kobi. Da gab es ja bisher schon den Trabant mit ein, zwei kleinen Schwächen drin im Modell. Danach kam der Opel auf den Markt. Ja, der war schon etwas besser. Auch die Lenkung funktionierte da ganz gut. Ja, und dann gab der Maserati sein Stelldichein. Ja, und jetzt ganz neu, an sich ein Auto, wo ich mich jetzt wahnsinnig drauf gefreut habe, seitdem ich wusste, dass es das geben wird. Weil das ist wirklich einer mit der Wahl, wo ich sage, ja, so als Gangsterfahrzeug, der macht schon was her. Auch schon die Optik hat mit diesem gelben Felgen. Gut, vorne, typisch wahrscheinlich wieder für Firma Kobi, alles schön Prints drauf. Gut, aber was haben wir denn erstmal hier? Klar, Modell in der Größe 1 zu 12. Wir haben hier in der Executive Edition, da ist natürlich jemand eine Groundplate mit dabei, also so ein Podest viel mehr. Da haben wir dann insgesamt 2120 Teile. Das Ganze hat die Nummer 24336. Ja, schöner Karton, auch hier vorne natürlich schön mit Lizenz dabei. Hier kann man dann auf der Seite nochmal schön erkennen, wie er dann auf diesem Podest aussehen wird. Gerade die Heckpartie, echt schick. Gut, Seite, ganz wichtig natürlich hier auf der Seite. Pad printed, no stickers. Schön groß ein Lego, es geht. Und das ist dann so die Rückseite. Und wenn ich mir dann so vorne so zum Beispiel den Motor angucke, ja, gut, lenkungstechnisch wird es wahrscheinlich keine Überraschung geben. Hat, denke ich mal, wird wahrscheinlich die Lenkung genauso funktionieren wie bei jedem anderen Fahrzeug von Firma Kobi. Aber ja, gut, ist halt denen ihr Ding. Die haben halt eine Möglichkeit gefunden, das hinzubekommen. Und ich glaube, die wenigsten von uns werden mit diesen Modellen in irgendeiner Weise spielen. Gut, was man hier noch sehen kann, das Modell wird nachher ohne die Platte eine Länge haben von 37 cm. 12,5 cm hoch wird es werden und 14,5 cm breit. Entschuldigung. Ja, klar, auch natürlich hier vorne schön mit diesem Print vorne dran halt. Ja, was gibt es sonst zu sagen? Das ganze Modell wurde von 1934 bis 1957 in Frankreich gebaut. Klar, es sind vier Türer mit Frontantrieb, kein Heckantrieb. Also auch schon was ganz Besonderes hat. Man sieht, ob es mit Heckantrieb halt. Gut. Besonders schnell ist er wahrscheinlich nicht gewesen. Gut, mein 122 km/h für das Baujahr, das war, glaube ich, schon gar nicht mal so verkehrt. Gut, fünf Sitze und mal schauen, wie es nachher von innen aussieht. Jetzt will ich mal kurz schauen. Habe ich irgendwo mein Messerchen wieder gelassen? Dann müssen wir halt mal was anderes nehmen. Ich öffne mal kurz den Karton und dann schauen wir uns mal kurz an, wie es von innen aussieht. Ja, dann wollen wir uns mal das Ganze mal öffnen. Man hat hier zwei kleine, ja, sehr breite Aufkleber oder Klebestreifen draufgesetzt hat und dann kann man das Ganze hier so öffnen. Ja, und dann purzeln dann hier schon so die ersten Kartoninhalte entgegen. Jo, das ist mal wieder viel. Da freut sich das Bastlerherz. Wollen wir erstmal schauen, was haben wir denn überhaupt hier? Eine Bauanleitung. Da fällt auch schon der erste Teil wieder runter. Eine zweite Bauanleitung. Zwei Bauanleitungen haben wir jetzt hier. Ein paar dicke Platten. Gut, die werden wahrscheinlich wieder für den Bau der Baseplate bzw. des Aufbaus. Wir haben jetzt hier Bauabschnitt 1, 3, 6, 9, 2, 8 mit den gelben Felgen, 7 und der auf den Boden gefallen ist natürlich Nummer 1. Ja, den werden wir mal kurz öffnen und dann schauen wir uns mal kurz die Bauanleitung an. Ja, das Einzige, was ich bei Firma Kobi kritisieren möchte, ist halt eine Tüte, zwei Tüten, drei Tüten, vier Tüten,
5 Tüten, 6 Tüten, 7 Tüten, 8 Tüten. Da fragt man sich ernsthaft, muss das sein? Sind wir nicht langsam im Zeitalter angekommen, wo man eventuell eben hat, was ich Tüten in Tüten verpacken könnte und eventuell das Ganze vielleicht ein bisschen dezimieren könnte? Aber gut, sei es drum. Ist genauso wie die bunten Inhalte von Lego-Sets. Kann sich jeder selber entscheiden, ob er eben halt Bock drauf hat oder nicht. Wenn natürlich immer das fertige Set oder das fertige Teil einem wunderbar gefällt, ja, dann ist es an sich fast vollkommen egal, wie das von innen aussieht. Hauptsache außen ist es schick gemacht. Und ich glaube nicht, dass es eine Resteverwertung ist. Aber das ist alles Mutmaßung von mir. Da wird Lego schon seine Gründe für haben. Ja, Bauanleitung. Wir haben hier die DIN A4 Größe. Typisch für Kobi. Hier natürlich einmal aufgeteilt in die Abschnitte. Im ersten werden 1 bis 4 gebaut und danach kommt eben mal ein Bauabschnitt in Bauanleitung Nummer 2, 5 bis 9 dran. Ja, und typisch für Kobi, klar, einmal hier unten haben wir eben halt die zusammen, die Teile, die wir für den Bauabschnitt benötigen. Denn hier einmal so ein Diagramm, wie es aufgebaut wird dort. Und im nächsten Bild sehen wir dann halt, wie die Teile zusammengefügt sind, beziehungsweise wo die neuen Teile hingehören. Und die Teile, die vorher schon zusammengefügt worden sind, die sind dann halt in Grau, also entsättigt. Schöner wäre es jetzt gewesen, wenn man zum Beispiel das Ganze nur farbentsättigt hätte, dass man also sehen könnte, dass das hier noch grün wäre und das hier ein grauer oder ein schwarzer Baustein wäre. Aber gut, da gibt es andere Hersteller für, die machen das auf die Art und Weise. Wichtig auch hier unten, dieser kleine Abschnitt. Guckt ihn euch ganz genau an, dass ihr euch nicht verbaut, nicht, dass auf einmal eine 7 bei der 9 einbaut. Also gerade diese unterschiedlichen hohen oder abgewickelten Steine, da kann man schnell durcheinander kommen. Gut, nicht verzagen, wir wollen mal kurz die Tüten öffnen und dann wollen wir gleich anfangen mit dem Bau. Wird auch wieder ein Zweiteiler werden, das heißt also im ersten Teil gehen wir vom Bauabschnitt 1 bis 4 vor und im zweiten Teil, das wird der nächste Woche Sonntag werden, haben wir dann halt die restlichen Teile vor uns. Ja gut, Unboxing von den Unterbauteilen, das erspare ich euch heute mal, das ist einfach nur ein vieles Geraschel. Wir machen es wie immer. Am Ende von dem Bauabschnitt lasse ich euch wieder dran teilhaben, wie weit wir gekommen sind. Alles klar, dann bis gleich. Ja, Bauabschnitt Nummer 1 ist geschafft und da muss ich wirklich sagen, uiuiuiui. Also was da alles zusammengebastelt wird, also das finale Produkt sieht jetzt so aus. Hier scheint das irgendwann mal die Lenkung zu werden, beziehungsweise man hat jetzt hier den Motor gebaut. Ja gut, Kobi bleibt sich in gewisser Weise ein bisschen treu, dass man hier teilweise das Ganze dann von der ganzen Fläche unten erkennen, so von der Mitte aus und dann links und rechts zusammenbaut. Ja, hier und da bleiben noch ein paar größere Lücken, wo man sich dann fragt halt, also gerade hier vorne beim Zahnrad wird das noch gefüllt, auch hier mit der Lenkung. Ist jetzt schon ein bisschen hakelig, aber wie gesagt, ich denke mal, die meisten von uns werden sonst werden sich dieses Set nicht zum Spielen kaufen, sondern mehr als schönes Display-Set. Batterie ist auch angedeutet hier oben drinne. Ja, ich denke mal, mit dem Motorraum sind wir soweit fertig. Jetzt denke ich mal, sollte es weitergehen mit der Lenkung, mit allem drum und dran. Aber das denn ein Bauabschnitt Nummer 2. Ja, und so viel dazu. Da kommen wir dann gleich zu. Alles klar, bis gleich. Ja, Bauabschnitt Nummer 2 haben wir dann auch hinter uns gebracht. Ja, und mittlerweile sieht das Ding so aus. Sieht aus wie so ein kleiner Erdbeerkorb. Das dürfte hier oben wahrscheinlich die Querverstrebung nachher werden, halt, wo sich dann nachher die Klappen drauflegen. Ja, es zieht sich halt weiter durch. Es ist richtig cool, was hier Kobi macht. Also man baut hier wirklich rechts, links, links, rechts aufeinander. Man hat, ja, man muss halt wirklich sehr, sehr wach sein, bevor man irgendwie die Teile aufeinander klebt, halt, dass man das irgendwie schräg hinbekommt. Apropos schräg. Hier sieht man schon so die grobe Form, die dann nachher immer in einer Motorhaube stattfindet. Hier sieht man auch schon die Halterung für die Kotflügel von vorne.
Da kommen wahrscheinlich nachher die Lampen rein. Hier kommt wahrscheinlich da vorne der Kühlergrill drauf mit einem schönen Druck. Hier vorne haben wir so Halterung schon wahrscheinlich für die Stoßstange schon eingebaut. Ja, wie gesagt, motortechnisch ist das erstmal soweit alles. Finde ich schon gar nicht mal schlecht gemacht. Also, ja, jetzt müsste man sich dann mal das Original anschauen zu diesem Auto, ob das wirklich so aussieht. Aber es ist sehr filigran gemacht teilweise. Also, man muss dann teilweise schon ein bisschen Gehirnschmalz, gerade hier, wenn jetzt hier zum Beispiel hinten diese Teile hier mitten befestigt wird, hat. Das ist teilweise schon ziemlich tricky gemacht. Aber typisch für Kobi, cool gemacht. Also ich denke mal, das fertige Modell wird einfach ein Augenschmaus sein. Na, schauen wir mal. Gut, das Einzige, was wahrscheinlich wieder ein bisschen hakelig sein wird, ist die Lenkung, weil das ist jetzt schon ziemlich hakelig. Aber gut, sei es drum. Ja, weiter geht's dann mit Bauabschnitt Nummer 3. Ja, gut, typisch für Kobi, hier wird natürlich nicht gezeigt, was jetzt als nächstes passiert, sondern es wird einfach nur gezeigt, welche Tüte das ist. Und das ist hier schon eine etwas größere Tüte. Gut, nichtsdestotrotz wollen wir weitermachen. Und zwar mit der Tüte Nummer 3. Alles klar, bis gleich. Ja, Bauabschnitt Nummer 3 ist dann auch beendet. Und somit kann man auch schon sehen, wie lang das Teil ungefähr wird. Ja, der macht schon was her. Also wie gesagt, natürlich wieder super interessant, dass man bei Firma Kobi die Bautechniken des Gegenbaus hier stattfinden lässt. Also man fängt praktisch an, in der Mitte das zu bauen, dann baut man die rechte Seite, dann die linke Seite, beziehungsweise die rechte Seite und dann die linke Seite und setzt es dann nach und nach gegenseitig aufeinander. Kriegt natürlich dadurch eine recht flache Struktur hin und baut natürlich dann auch gleichzeitig so ein paar Sachen oben auf, damit man dann da zum Beispiel die Sitze oder ähnliche Sachen reinbekommt. Aber es ist halt sehr pfiffig gemacht, weil das Ganze natürlich auch relativ dünn ist dann halt, ne? Also man müsste normalerweise die Steine hochkant hinstellen und mit Platten arbeiten, aber es ist auch schon recht stabil das Ganze. Drucke haben wir auch schon mit dabei. Einmal hier das Tacho und hier eine Seitenteile vom Handschuhfach. Ja, gut, vielleicht war auch damals nicht mehr drinne. Also ich kann nicht noch ein bisschen näher ranfahren. Ja, ich versuche mal mit der Kamera ein bisschen näher ranzufahren, dass man da vielleicht diesen Druck besser sehen kann. So sieht das Ganze dann bei Nahen aus. Ja, also mir gefällt das Modell bisher schon ziemlich gut. Vor allem auch wieder sehr intelligente und auch sehr, sehr strukturierte und ja, und auch ausgefallene Bautechniken eingesetzt werden. Fehlteile haben wir bisher keine gehabt. Es sind ein paar Teile über. Auch das lässt sich aber bei Firma Kobi, das ist echt überschaubar. Also sind gerade mal 5 Teile über bisher. Also das ist schon ziemlich gut. Also da hat man bei anderen Herstellern teilweise das Gefühl, man kann auch ein zweites Set damit erstellen. Aber gut. Ja, gut. Bisher alles ganz gut. Ich denke mal wieder, Schwachstelle von diesem Modell wird wahrscheinlich wieder die Lenkung sein, aber gut. Wenn das eben mal das Einzige ist, was man als Schwachpunkt eben hat gelten lassen würde, würde ich sagen, jawohl, machen wir mal einen Haken dran, passt schon. Ja, ansonsten geht es jetzt weiter mit Bauabschnitt Nummer 4. Typisch wieder ein bisschen was weniger drin. Da fangen wir dann auch gleich an mit den Sitzen. Wahrscheinlich ein bisschen Interieur wird dann gebaut. Ja, Ende des Bauabschnitts werde ich euch dann wieder zuschalten und dann werden wir mal kurz für diesen Teil ein Fazit geben lassen, wie gut mir das bisher gefallen hat, das Ganze. Aber wie gesagt, wir bauen erstmal alles mit 4, Baustein 4 zusammen und dann melde ich mich gleich nochmal wieder. Alles klar, bis gleich. Ja, Bauabschnitt Nummer 4 ist beendet. Ups, kleine Erschütterung, sorry. Und somit dann auch der ja, die Bauanleitung Nummer 1 haben wir dann beendet. Jo, so soll er mal aussehen. Und so sieht er bisher aus. Also was Kobi wirklich in Vollendung macht, ist, ja, man kriegt hier mal völlig wahnsinnig viele glatte Flächen hin. Das ist also bei vielen anderen Herstellern, ich gehe mal ein bisschen näher ran, ist das halt nicht unbedingt gerade so gut machbar. Aber wie die Firma
Kobi das hier so hinbekommt. Also gerade, ich sag mal so, die Sitze allein schon. Klar, es werden natürlich immer viele Bausteine eingesetzt, die es in der Europa von Kobi gibt. Gerade hier zum Beispiel diese Sitzbezüge oder diese Teile hier, die gibt es eben halt nur bei Firma Kobi. Aber das macht es halt auch wieder aus. Also die akzeptieren halt nicht, den Stein gibt es nicht, sondern wir machen jetzt diesen Stein. Und somit kriegt man auch hier so richtig flache Sitze hin. Unten auch finde ich total genial, hier mit dieser Schubvorrichtung halt. Pedalerie ist jetzt mittlerweile drin. Hinten die Sitzbank ist schon drin. Ja, und hinten sieht man dann halt auch den Kofferraum. Ja, ansonsten, also wie gesagt, das ganze Ding ist auch schon ja stabil, will ich jetzt nicht unbedingt gerade sagen, aber es reicht aus. Ja, also ein bisschen bewegen tut sich halt doch schon. Aber nichtsdestotrotz ist es halt ein Set, wo man wieder sagen kann, das ist Modellbau mit Klemmbaustein. Also Modellbau mit Gelinggarantie. Hier muss man zum Glück keine Teile rausknipsen oder man muss jetzt in irgendeiner Weise Teile noch lackieren lassen oder so und schon gar nicht bedrucken oder bekleben, sondern das Ganze ist ja schon alles bedruckt und beklebt und wie gewohnt von Firma Kobi mit einer sehr, sehr genialen Qualität. Ja, wie findet ihr das Set? Wie findet ihr bisher den Verlauf? Ist das was für euch? Ist die Firma Kobi überhaupt was für euch? Ich meine, gut, ich finde es mittlerweile super, dass es außer den üblichen Panzern, Jets und Schiffen mal eine vernünftige Alternative gibt, die auch mal in den zivilen Bereich reingeht. Und ich hoffe, dass eben von dieser Serie 1:12 noch viele, viele, viele andere Fahrzeuge auf den Markt kommen. Also was da noch kommt als nächstes, wäre ja der Manta und da warten wahrscheinlich schon viele drauf. Also ich gucke auch schon jeden Tag jemand auf die Kobi-Seite, ob eventuell dieser Manta irgendwann mal zu bestellen sein wird. Ja, ich hoffe, das wird irgendwann mal die nächste Zeit der Fall sein, denn wenn wir auch da zuschlagen, und da gibt es natürlich auch davon eine Review von mir. Gut, aber nichtsdestotrotz, wir sind hier soweit durch. Wir haben jetzt noch, ja, wie man es so weiß, noch 5 Tüten vor uns. Sind das 5 Tüten? Ich habe hier einen ganz klaren Vorteil. Ja, das wartet noch auf uns. Diese 5 Tüten, wo eine Tüte davon wahrscheinlich die Tüte 9 und auch wahrscheinlich auch die Tüte 8, mal gucken, mal, sich mit der Grundplatte beschäftigt. Also Tüte 5, 6, 7, vielleicht sogar Tüte 8 wird dann halt Bauteile fürs Fahrzeug sein. Ja, aber so viel dazu, so viel von mir für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ich konnte euch vielleicht ein bisschen unterhalten, vielleicht den einen oder anderen vielleicht eine Hilfe geben, eine Entscheidungshilfe, eventuell dieses Fahrzeug doch zu kaufen. Das wird wahrscheinlich auch nicht nur bei Kobi zu bekommen sein, sondern auch bei den üblichen Verdächtigen halt, Bluebricks, Moodbricks oder auch bei anderen Herstellern oder Vertrieblern. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was näher bringen von diesem Set. Mir hat es bisher Spaß gemacht und wenn ihr kein Video von mir verpassen wollt, einfach unten in der Ecke, da ist mein Abonnier-Button, den einfach mal kurz klicken oder auf die Glocke klicken, dann verpasst ihr sowieso kein Video von mir und mich würde mich über Kommentare freuen, positiver und negativer Art und Weise, vollkommen egal, man wächst an seinen Aufgaben halt. Gut, ansonsten würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Spaß mit euren eigenen Bauprojekten und wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder, selbe Welle, selbe Stelle. Euer Dietmar aus dem Klemmbausteinkeller.